Willkommen zurück zum wahrscheinlich jetzt letzten Part, den wir aufnehmen, beziehungsweise nicht letzten Part vom Spiel, sondern letzter Part, den ich jetzt hier aufnehme heute, weil ich dann einfach keinen Speicher mehr habe. Ich muss aber zugeben, es macht mir gerade wirklich Spaß. Also, ich habe jetzt, wie schon öfters erwähnt, keinen Bock, das 1000 Stunden zu spielen oder so, aber jetzt gerade ist es ganz unterhaltsam. Gott. Werf doch ein Chicken. Mein Gott. Diese scheiß Hähnchen. Geht weg. Gott. Jetzt kommen sie aber echt, ne? Also, man muss sagen, in dem Spiel wird sehr krass darauf gesetzt, dass man durch Gegner nicht mehr weiterkommt. Und nicht, weil irgendwie eine Aufgabe so schwer ist. Da stehe ich eigentlich gar nicht drauf. Erstmal Quagmire befreien. Dann müssen wir nach oben. Oh, scheiße. Das war dumm. Da habe ich wieder nicht drauf geachtet, was ich für eine Waffe habe. Können auch eigentlich einfach die hier nehmen. Dann geht das ab. Hey, was geht ab? So. Geld mitgenommen. Oh, der lebt immer noch. Jetzt sag mal. Mann, Mann, Mann. Und der letzte befreit. Jawohl. Granaten nehmen wir natürlich mit. Okay. So, Munition nehmen wir mal mit. Komm, was soll's. Wer weiß, was uns da oben erwartet. Kurz mal hier rumgehen. Hätte ja sein können, dass da was steht, aber naja. Och Gottchen, die Alien-Mutter. Das ist ja echt wie bei Alien. Krass. Okay. Wie kann ich die denn jetzt bekämpfen? Ich kann ja schlecht einfach hier hingehen und... Doch kann ich. Okay. Ich kann tatsächlich einfach hingehen und Bomben werfen. Dann machen wir das doch auch mal. Was ist denn los? Und sterben. Das ist nicht schlecht. Minus 1000, Alter. Mittlerweile ist Sterben echt teuer. Komm, eine haben wir noch. Ab geht's. Raketenwerfer raus. Wie, die hat sich regeneriert? Jetzt geht die Perle ja aber steil, oder? Regeneriert die sich denn? Ich weiß nicht mal, was das macht, aber... Hä? Wie regeneriert die sich denn immer? Ja, komm, ich bin eh down. Hä? Wie muss ich die denn fertig machen? Wartet mal. Geh doch darüber, Mensch. Alter. Was ist los mit dir, Perle? Abflug. Jetzt ist die so... Ja... Bewusstlos, würde ich sagen. Aber da hinten... Unser Ziel ist 200 Meter entfernt. Hallo? Was stellen die sich vor? Hier komme ich ja nicht durch. Gott, diese Hühner, ne? Die kotzen mich gerade richtig an.
Ich habe auch echt null Plan, was ich machen soll. Bringt das das überhaupt? Das bringt gar nichts. Jo, wahrscheinlich kommen hier noch mehr Hühnchen. Geht alle drauf. Ah, hier vorne ist so ein Schalter. Ich wette, den muss ich betätigen, wenn die hier ihren komischen Zusammenbruch da hat. Aha. Du Scheißhähnchen. Echte Psycho-Bitch. Komm her. Scheiße. Ach, keine Muni und ich schieß die ganze Zeit. Ich trottel. Willst du mich verarschen? Verpiss dich. Gott, diese Hühner, ne? Kann es Vieh mal aufhören, nach mir zu werfen? Okay, okay, okay. Raketenwerfer, jetzt ist die down. Jetzt ist die Schlampe am Boden. Nein! Geh weg, du scheiß Huhn! Schnell! Oh Gott. 1000 Punkte wieder auf dem Konto. Auch wenn ich jetzt drauf gehe. Peter! Thank you so much for saving me. Do you require kisses for what you've done? No, that won't be necessary. Okay, cause I didn't want to have to kiss you. But I would. Oh Gott. Crap. Stewie Bertram's probably already made his final jump to Quahog. We don't have time to deal with this. You guys go. I got a score to settle with this guy. Thank you. You have no idea how much this helps. Yeah, thanks, Pop. Go get him. Okay, nächstes Level. Ah, wir haben die letzte Waffe freigeschaltet, okay. Alright, we're back in our universe. Looks like we landed at the Quahog Airport. No sign of Bertram, but I'm sure he's headed straight for Spooner Street. Oh crap, looks like they snuck into our portal somehow. Well, should we help Peter? No, he's got this, Brian. This is like his thing, you know? All right, come on! We've got to get home as fast as we can! Get off! Wir spielen Peter, okay. Das ist natürlich nice. You've had your last, okay, Maustaste 2. Alter, wie nice ist das denn? Haben die den Hühnerkampf eingebaut. Das ist ja genial. Das ist so mit einer der bekanntesten Witze in ganz Family Guy, weil der sich halt auch durch mehrere Folgen zieht und die kämpfen da wirklich manchmal 5 Minuten am Stück in der Folge dann. Das muss man sich mal überlegen. So eine Folge geht 20 Minuten. Der ist ja jetzt bald schon besiegt. Ha! Niemand kämpft mit dem großen Peter. Okay. Der rennt weg. Runde 2. Okay. Auch die werde ich gewinnen. Oh, wie geil ist das denn? Komm her. Bam. Alter. Wie nice. Ach, guck mal, der Vater von Lois. Auch hier. Bam. Wenn er jetzt wiederkommt. Bam. Ah, scheiße. Da war noch ein Meter zu weit weg. 11.000 Dollar. Oder was die da im Quahog auch haben. Auf Q kann ich sprinten? Ach, tatsächlich.
Ist ja heftig. Batman im Schlafanzug. Scheiße. Komm her. Und Abflug. Dich mache ich kalt. Noch in dieser Folge. Oh nein. Runde 3. Drücke F für eine Arschbombe. Das funktioniert jetzt nicht so wirklich. Kann es sein, dass ich das jetzt machen muss? Nee. Ey, ey. Komm her, Hähnchen. Scheiße, wer denn noch einen Moment früher? Hallo, ich kann nichts mehr machen. Hau ab. So. Bam. Da hat er bekommen. Komm her, du Scheißhähnchen. Ich mach dich kalt. Jetzt habe ich ihn in die Ecke gedrängt. Jetzt ist das eigentlich schon aussichtslos für den Herrn. Oder auch nicht. Ah, jetzt komm. Mach ihn fertig. Unnötig. Ab geht's nach draußen. Man sieht, der Kampf zieht sich ein wenig hin. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe darauf gewartet, dass wir diesen Kampf machen. Nicht, weil ich wusste, dass der hier drin ist, sondern weil ich mir sowas schon gedacht habe. Das ist einfach, das ist Family Guy. Und da ist es halt einfach zu erwarten. Scheiße. Da ist es halt dann einfach zu erwarten, dass genau das passiert. Ah, Mist. Der bleibt immer dann einen Moment davor stehen. Das ist assi. Okay. Ah, Mann. Das ist immer das Gleiche. Okay. Shit. Nein. Boah, der zieht aber auch seine Kombos durch, das ist unglaublich. Bam. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt ist er vorbei. Ah, geil. Besiege deinen Erzfeind. Der Arme. Es ist noch nicht vorbei. Oh mein Gott. Aber der Quest ist vorbei, beziehungsweise Quest, dieser Kampf ist vorbei. Und ich würde mal behaupten, ich mache jetzt kurz einen Cut und melde mich dann im nächsten Video zurück, wenn wir dann weitermachen, weil jetzt ist eigentlich so der perfekte Moment, um einen Cut zu machen. Bis dahin und haut rein.